bin der Stefan Markus, bin seit 1995 bei der Kolmerbahn tätig. Habe angefangen in der Schweiz als Einsteigshelfer und bin ca. 2 Jahre später angekauft als Maschinist. Also der offizielle Fahrgastbetrieb fängt um 8.15 Uhr an. Wir selbst sind aber schon früher da. Wir sind um 6.45 Uhr da, weil wir einschieben müssen. Einschieben, was das heisst, das zeige ich euch jetzt. Also morgen früh fahren mit den ersten 2 Kabinen unsere Mitarbeiter, die in der Mittelstation sind und die in der Bergstation sind, mit der Kabine offen, machen Probefahrt, die Station absetzen. Und im gleichen Zug tun wir sind jetzt Tritzla Ciao, vom Bahnhof 1 die Gondeln auf die Sektion 1 bestücken. Jetzt, wo unsere Stationen besetzt sind und die Sektion 1 bestückt ist, machen wir Plenkontrollen. Plenkontrolle, das ist am Kuppergerüst oben. Da werden die ganzen Sicherheitseinrichtungen einfach kontrolliert, die was ansprechen täten, wenn irgendetwas bei der Klemme ist. Und wenn wir das haben, dann tun wir Sektion 1 und 2 zusammenhängen, 3er ist schon dran, und dann wird vom 2er Bahnhof weiter bestückt. Der ganze Vorgang dauert ca. 40 bis 45 Minuten. Da werden 120 Gondeln auf Seil bestückt und 7 Gondeln bleiben im Bahnhof. An denen werden Revisionen gemacht oder so einfach zur Kontrolle hochgehalten. Grundsätzlich ist es so, dass nicht alle Fahrbetriebsmittel über Nacht in den Bahnhof müssen. Da wird unterschieden zwischen geschlossenen Fahrbetriebsmitteln, wie die Gondelbahn ist zum Beispiel, und offene Fahrbetriebsmittel wie ein Sessel. Die geschlossenen, die müssen aber in den Bahnhof. Das ist eine Betriebsvorschrift. Hallo Kollegen, lassen wir das Rolltor offen. Es ist 7:45 Uhr. Wir wünschen allen Skifahrern einen schönen Skitag.